Themenwoche strukturiertes Arbeiten. Wir widmen uns mal diesem Thema in der vollen Komplexität. Wie geht denn überhaupt strukturiertes Arbeiten im Team vor allem? Und welche Rolle spiele ich am Ende als Chef dabei? Also wie funktioniert strukturiertes Arbeiten? Da müssen wir zunächst erstmal verstehen und vor allem für uns in der Geschäftsführungsrolle reflektieren, welchen Problemanteil haben wir selbst? So, das heißt, das Erste ist, wir sind die Geschäftsführer und wir geben die Spielregeln im Laden vor. So, das heißt, wenn du nicht einforderst und du nicht festlegst, wie willst du Sachen abgearbeitet haben? Was sind die Trigger für deine Entscheidungsfindung? Wann brauchst du welche Informationen? Dann ist es natürlich extrem schwierig für eine Gruppe von Mitarbeitern, also deinem Team, dir so zuzuarbeiten, dass du schneller und effizienter arbeiten kannst. Das heißt, in der Regel ist es so im Tagesgeschäft, wenn man unstrukturiert arbeitet, alle machen alles, ja, und dann hast du einzelne Mitarbeiter, die hervorstechen, weil sie es von Natur aus schon mal besser machen, aber 90% aller anderen Mitarbeiter geben mit Sicherheit auch das Beste ihrer, ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber du forderst sie nicht zu Performance heraus. Ja? Du forderst auch nicht ein, wie du es haben willst. Dadurch passiert Folgendes dann im Alltag. Ein Mitarbeiter, nehmen wir mal das Beispiel, du willst irgendwie eine Wand malern lassen in einem Büro, ganz einfaches Beispiel, es müssen Angebote eingeholt werden. Und das Schlimmste, was dann passiert, das ist tatsächlich die Realität. Dir wird der ganze Mist über den Zaun gekippt, du kriegst die Angebote, 10 Seiten, 3-mal von verschiedenen Anbietern per E-Mail, im schlimmsten Fall noch zu unterschiedlichen Tagen zugeschickt. Also das heißt, du hast es quasi, Montag kriegst du eine Info, Donnerstag eine Info und am Freitag nochmal oder die Woche drauf Montag. Und du musst dann selber schon als Geschäftsführer, oh, da bluten mir schon die Ohren, wenn ich selber das sage hier in dem Fall, du musst selber dir die Information erstmal zurecht suchen. Das heißt, es ist deine Aufgabe, bitte, dir Klarheit darüber zu verschaffen, wie willst du die Struktur haben, wie willst du Entscheidungen überhaupt auf deinen Tisch gelegt bekommen. Es ist out of scope und bitte auch gar nicht anfangen, darüber nachzudenken, ich will auch gar keine Diskussion hier haben, dass du dir als Chef die Informationen selber nochmal durchliest und dich dazu Gemüte führst. Nein, du kannst es über klare Strukturen und Arbeitsprozesse auf ein Minimum reduzieren, sodass du in 5 Minuten so eine Entscheidung auf Knopfdruck getroffen hast. Also wir müssen erstmal verstehen für uns als Geschäftsführer, welche Rolle habe ich denn und welchen Anteil an diesem Problem? Ja, weil es gibt diesen Spruch so, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja, und da ist unsere Selbstreflexion als Geschäftsführer natürlich gefragt. Typische Fehler sind dann auch, du arbeitest dich selbst nochmal komplett vollständig in die ganzen Inhalte rein, weil der Mitarbeiter eigentlich nur einen Briefträger macht und dir die Sachen über den Zaun wirft. Auch ein Zeitfresser für dich als Arbeitgeber und als Chef, was du nicht haben willst. Zweites Problem ist, du bekommst die Informationen nicht so aufbereitet, dass die Komplexität, also Abhängigkeiten von anderen zum Beispiel, gar nicht in diesen Entscheidungsprozess berücksichtigt werden können. Und das macht die Aufgabe, eine Freigabe als Geschäftsführer zu geben, noch umfangreicher. Und das Ende vom Lied ist dann, du bist als Chef der Flaschenhals in der Organisation. Es hakt alles an dir, weil sich bei dir die Aufgaben und To-Dos und Entscheidungen stapeln und du überhaupt nicht mehr vorwärts kommst. Das heißt, die Lösung an der Stelle ist, verschaff dir ein klares System und schaffe strukturierte Arbeitsweisen in deinem Team in Form von Arbeitsanweisungen, klaren Verantwortlichkeiten in Form von Checklisten und in Form von Vorgaben. Wie möchtest du eine Entscheidung überhaupt vorgelegt bekommen? Und da schauen wir gleich mal im Beitrag Nummer 2 in dieser Themenwoche. Wie sieht denn die Lösung konkret aus? Also was musst du machen, damit du wirklich dein Team dahin organisierst, die Dinge selbstständig so gut vorzubereiten und abzuarbeiten, dass du im 5-Minuten-Takt wirklich Entscheidungen treffen kannst
und der Flaschenhals nicht mehr der Geschäftsführer ist. Also erstens eliminierst du damit in deinem Geschäftsführeralltag unglaublich viele Zeitfresser, damit natürlich gleichzeitig auch Geldfresser, weil du solltest eigentlich der teuerst bezahlteste Mitarbeiter in deiner Firma sein. Ja? Das heißt, du steigerst massiv deine Effizienz. Du schaffst viel mehr Eigenverantwortung im Team, wie sie arbeiten müssen, was ist deine Erwartungshaltung, und damit schaffst du auch Klarheit und Transparenz in den Aufgaben. Ja? Das heißt, es ist essentiell für dich als Unternehmer und Geschäftsführer, strukturierte Arbeitsweisen selber zu verstehen und sie dann auch einzufordern und als System und Struktur in der Firma aufzubauen.